Das ist sicher die Garage, die Abby erwähnt hat. Ich dachte, durch die sind wir gerade durch. Und dann müssen wir hier mal hoch. Oh Kacke, das andere Ende der Garage. Irgendwie halbwegs unbemerkt mit durchschleichen. Hey du, keine Bewegung! Oh Kacke. So viel zu unbemerkt. Versucht hier mal ein bisschen durchzurennen. Nach Bruder 1 habe ich jetzt hier nicht nur unbedingt die größten Schocken gewusst. Na komm. Lass uns weitergehen. Durchgerannt. Durchrennen ist manchmal einfach die bessere Option. Wir müssen die Zugbrücke runterlassen. Zugbrücke runterlassen. Wir lassen mal hier runter. Gibt es hier einen Punkt, wo wir die runterlassen können? Okay, warte. Oder auch nicht. Gepanzerte Soldaten erledigen wir mit Panzerbrechen und Munition. Wir haben einen ganz großen da was. Wegschmeißen können wir das nicht. Können wir hier irgendwas machen? Durch Hangar-Geschichten hat sich ganz ordentlich. Diese Kraftwerk. Was ist das hier? Hey, hat Papa nicht erzählt, dass man mit dieser Waffe Sprengstoff an diese Arschlöcher anheften kann? Endlich haben wir sie mal. Eine neue Waffe. Das ist dieses Kraftwerk. Und Entdeckung. So, macht euch bereit!
Ich wechsle mal die Waffe. Na toll. Ich habe einen ganz großen. Sind wir wieder hier. Da oben müssen wir auch gehen. Weiß nicht, noch nicht, wie ich diesen Ballast loswerde. Irgendwie müssen wir da hoch. Beunruhigt irgendwie ein bisschen dieser der Große, der hier rumsteht. Zugbrücke haben wir noch nicht runtergelassen. Okay. Wir sollten versuchen, an dem Ding Sprengstoff zu befestigen. Das funktioniert, Jess. Mega cool. Ist noch die andere Seite. Die bräuchte ich mal mit der Aufladung für. Ah. Wie gesagt, so gekommen. Das erinnert mich daran, dass wir mit einem von Marks großen Trucks rumfahren durften, weißt du noch? Ja. Mark ist ein rassistischer Kotzbrocken, der sicher mit dem Regime gemeinsame Sache macht. Kommandanten von Bruder 2 sind für die Landebahnen auf dem Dach verantwortlich. Spürt sie auf, erledigt sie und nehmt ihre Schlüssel, damit ich den Hauptcomputer hacken kann. Ah, die Schlüssel. Jetzt kommt ja noch ein riesiger Bossfight. Wäre zu einfach ohne Bossfight. Hey Abby, wir sind jetzt in der Hauptlobby. Sehr gut, Mädels. Da muss irgendwo ein Aufzug sein. Er sollte euch weiter nach oben bringen. Ich kann mal irgendwie halbwegs sneaky hier durch. Wo ist denn Lobbyaufzug? Nein, gar kein Bock. Oh, verdammt, Mann. Kommandant ist Platz. Lass mich ruhig. Wir lassen die einfach zurück. Fahren weiter.
Ich hab nicht Bock in jedem Turm hier gegen ihn zu kämpfen. Während durch so schnell wir können. Okay, so. Na komm. Okay. Warum lebt er noch? Nö, gar keinen Bock. Mich hat's erwischt! Hilf mir, Soph! Weil ich hatte einen Code. Ich bin wieder da! Da brauchen wir natürlich einen Code für. Du bist die Beste, verdammt! Oh, vielen Dank! Dürfen nicht gleichzeitig sterben. Wo sind denn alle? Hey, irgendwo sollen wir hier suchen. Wäre es nicht cool, wenn da Wolfstone 3D2 drauf wäre? Was? Wolfstone 3D2? Was? Was? Würfelstein 3D wäre schon ausreichend. Der zweite Teil. Hey Mädels, das Regime führt Wartungsarbeiten an der Außenseite des Turms durch. Klettert das Gerüst nach oben, bis ihr im Stockwerk mit dem Aufzug zum Dach seid. Und auf dem Dach gibt es dann Bosskampf. Ich denke es mir schon. Oder schon auf dem Gerüst. Hat es ja wenigstens unterschiedliche Locations, wo es stattfindet. Okay, da müssen wir hoch. Ich habe dem Kommandanten gesagt, dass ich Höhenangst habe. Stehen bleiben, sofort! Ich habe mir ein Engel geflogen. Munition sammeln. Da kommt Zoff. Klettern. Ein Klimmerbruder 2. Bisschen Heilung. Eine 3D-Brille. Mülltrack. Ich wechsle die Position. Okay, was haben wir da?
Den Aufzug zum Dach findet ihr in den oberen Stockwerken des Turms. Ihr müsst weiter hoch. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und wie sollen wir jetzt weiter hoch? Darauf springen oder was? Naja, ich weiß ja nicht. Wenn du meinst. Okay, das ist schaffbar, ich weiß. Das ist schaffbar. Ich habe nicht viele Versuche. Okay, jetzt ist das Fenster hier zu. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, hier sind wir. Alles abgesucht. Negativ. Das suche ich noch weiter hoch. Nochmal aufs Gerüst. Das kommt mir relativ bekannt vor. Copy and paste. Rüstung. So, hier war die Lage, wo wir hin mussten. Das soll ich jetzt springen oder was? Das soll was werden. Oha. Na, das geht doch. Viel Anlauf. Soft steht nicht im Weg. Ach du Scheiße. Anlauf. Was die so springen können. Hätte ich nie gedacht. Nein! Dich zieh los. Hey! Stehen bleiben! Und wie die hier hochkommen, ist mir auch eine Frage. Ist mir ein Rätsel. Super Sprungstiefel. Und wie diese Regimesoldaten hochkommen. Das ist mein ernsthaftes Rätsel. Okay, da wären wir.
wieder nach draußen. Okay, wo müssen wir diesmal lang? Hier doch nicht. Wie soll man in die Ecke springen? Vielleicht hier lang. Der lädt immer wieder nach. Alter Schwede. Tut mir nicht hin, Dank. Scheinbar nicht. Der steht im Weg. Der Kackspeck lädt sich immer wieder auf. Was ist denn das? Bin wieder da und einsatzbereit. Was bist denn du? Na komm, bei mir. Einmal. Auf der Jagd nach einem Regimesympathisanten im FBI. Hat mich fast umgebracht. Mama ist ausgeflippt. Ich fand's lustig. Wow. Ich helfe dich. Wir haben's nach oben geschafft. Okay, also. Wow. Ich hätte mir in die Hose gemacht. Ja. Okay. Deine Mutter kann so, jetzt die Turmkommandanten. Ihr braucht nur zwei Schlüssel für den Hauptcomputer. Zwei Schlüssel brauchen wir. Und wo sollen wir die finden? Mal runter und zurück oder was? Eine Diskette. Hey. Gab's hier nicht ein Lesegerät? Okay, ich sehe schon, wie wir da durch müssen. Okay, so nicht.
Hey, was für ein Holzdings hat Chuck dir gegeben, Soph? Meine Königschaftsfigur. Ich habe sie hier in meiner Tasche. Okay, das sieht doch stark nach Arena aus. Ich will nicht. Ich nehme mal die parat. Ich komme damit ein bisschen. Das war klar. Heilige Scheiße, ein riesiger Roboter! Soft hier. Ich sehe zwar nichts, aber. Das geht nicht, wenn man darauf setzt, dass man nichts sieht. Hello. Die Rüstung mal runterkriegen. Jetzt zum Glück nicht wieder. Granate, Vorsicht! Scheiße! Bin gelaufen! Könntest du mir bitte helfen? Ach, komm schon. Das kann man noch gemeinsam leben. Das bringt einiges. Sollte sein Leben dort bringen. Dann wirst du, meine ich. Oder was? Gut, doch siehst. Bin wieder da und einsatzbereit. So, ist verwundet. Hilft der Zeit, muss ich damit verschwenden. Muss sie damit verschwenden, uns zu retten. Ja, das hilft der Zeit, sie uns zu retten. Sie zu retten. Zwei. Besiegt.